Die großen Themen meiner Generation sind auf der einen Seite die Klimakrise und auf der anderen Gerechtigkeit, und zwar auch international gedacht. Gerechtigkeit heißt aber auch, die soziale Frage mitzudenken und auch den Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus anzugehen. Und international heißt das, für Frieden einzukämpfen und postkoloniale Aspekte immer mitzudenken. Und ich sehe große Chancen in dieser Legislaturperiode, in allen diesen Punkten etwas zu bewirken, gerade auch im Rahmen einer menschenrechtsbasierten feministischen Außenpolitik. Und ich glaube auch nicht, dass hier ein Generationenkonflikt vorliegt, zum Beispiel wenn es um Klima geht. Ich glaube vielmehr, dass wir hier auch auf dem aufbauen können, wofür andere Generationen vor uns schon gekämpft haben.